Merhabalar. Selamlar. Roşbaş. Hallo allerseits. In erster Linie möchte ich die Grüße von Faruk Arslan, von Süleyman, von Osman Taşköprü, der Bruder von Süleyman Taşköprü, und von Gülistan Ayaz, die Witwe von Ramazan Avcı, an euch richten. Ich grüße euch alle im Namen der Ramazan Avcı-Initiative aus Hamburg. Ramazan Avcı wurde im Jahre 85 aus einem Nazi-Treffpunkt heraus angegriffen. Sein Bruder und der Freund konnten in einem Linienbus fliehen, der ebenfalls von den Nazis angegriffen wurde. Ramazan Avcı rannte auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst und meterweit durch die Luft geschleudert. Nachdem er auf die Straße aufschlug, liefen mindestens 30 Kids auf ihn zu. Ramazan Avcı wurde auf dem Boden liegend mit Wasserballschlägen, Axtknüppeln und Fußtritten brutal martriert und verstarb am 24.12.85 an den Folgen dieser Schläge im Krankenhaus. Wenige Tage später wurde sein Sohn geboren, der nach ihm benannt wurde. Er heißt Ramazan Avcı. Ich grüße euch. Ich grüße euch von Ramazan Avcı, von dem Sohn von Ramazan Avcı. Liebe Freunde, gemeinsam mit den Familienangehörigen halten wir seit 2010 die Erinnerung an Ramazan Avcı wach. Damals wie heute. Nun möchte ich kurz mal erwähnen, worüber ich sprechen möchte. Ich möchte nicht diese Gesellschaft hier analysieren oder sowas, was für ein Scheißrassismus hier herrscht. Ich werde auch keine Forderungen nach oben richten an die Parteien, Regierung oder sonstige Sachen. Ich werde meine Forderungen an euch richten. Susmak boyun eğmektir. Schweigen ist Zustimmung. Wie können wir auf das Massaker in Hanau reagieren? Auf die Straße gehen reicht nicht aus. Wir dürfen nicht mehr hinnehmen, dass Politiker das Geschehen bestimmen, um nächste Woche wieder zum Alltag zurückzukehren. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde und Freundinnen, wir müssen offensiver werden. Wir müssen uns selbst organisieren. Wir müssen den Alltag, die Routine in Deutschland stören. Nach dem rassistischen Brandanschlag im Möhl im Jahr 1992 und nach dem rassistischen Brandanschlag in Solingen im Jahr 1993 war das in Hamburg möglich. Es ist auch jetzt möglich, es muss auch heute möglich sein. Wir Migranten müssen unseren Widerstand selbst organisieren. Wir müssen unseren selbst organisierten Widerstand überall hintragen. Wir haben hier 10 Menschen verloren, junge Menschen. Hanau ist überall, was ist zu tun? Nach den Brandanschlägen in Mölln haben wir in Hamburg Widerstandsinitiative gegen Rassismus gegründet. Irkçılığa karşı mücadele girişimi kurduk. Und wir haben selbst organisierte Aktionen durchgeführt. Tausende Migranten sind auf die Straße gegangen. Die Initiative bestand nicht nur aus den türkeistämmigen Vereinen. Die Initiative bestand nicht nur aus den üblichen linken deutschen Organisationen und antifaschistischen Gruppen. In der Initiative schlossen Selbstständige, Arbeiterinnen, Schülerinnen, Studentinnen und Vereine aus der Türkei in Hamburg zusammen. Die Widerstandsinitiative hat nach dem rassistischen Brandanschlag in Möll und Solingen tausende Menschen auf die Straße mobilisiert. Zornige Jugendliche aus der zweiten und dritten Generation der Gastarbeiter waren an diesen Kämpfen beteiligt, direkt organisiert. Schülerinnen haben in ihren Schulen Vollversammlungen organisiert und zu Demonstrationen aufgerufen. Die Initiative sorgte dafür, dass nach dem Brandanschlag in Solingen sich über 10.000 Menschen vor dem Hamburger Rathaus eine Kundgebung versammelten. Anschließend kämpferische Demonstrationen.
Nach dem Brandanschlag in Mölln und Solingen haben wir unsere Trauer und unsere Schmerzen in Zorn, Widerstand umgewandelt. Wir haben nicht allein zu Hause Klagelieder angestimmt, sind nicht in Trauerritualen versunken. Wir haben kämpferische Großdemonstrationen organisiert und bei den Demos keine pastoralen Reden oder persönliche Reden gehalten, sondern unsere Wut und unsere Sorge lautstark auf die Straße getragen. Liebe Freunde und Freundinnen, wir haben Streiks organisiert. Selbstorganisierter Widerstand bedeutet heute, wie fast 30 Jahren in Hamburg, über das Gewöhnliche hinauszugehen. Selbstorganisierung, Selbstverteidigung gegen Rassismus bedeutet, die antirassistischen Streiks zu organisieren in den Schulen, in den Kitas, Unis, in den Vierteln, in den Fabriken und Unternehmen, in den Fabriken und von Migranten geführten Geschäften und Läden, im Bereich des Gastronomie und sonstige Streiks. All das war in den 90er Jahren möglich, ist heute auch möglich. Nach dieser Demonstration haben wir genug Zeit, über den Zeittag des Streiks zu organisieren. Wir schlagen als Ramazan Avcı Initiative vor. Auch Faruk Arslan, Gülistan Avcı steht auch unter dieser Forderung. Wir fordern bundesweit von Migranten, Streiks zu organisieren, Tag den Streik zu organisieren. Nicht nur in Hamburg, Frankfurt oder Offenbach, soweit möglich bundesweit. Wir müssen den Alltag stören. Streik überall organisieren. Aufruf, Widerstand, es gibt keines Hinterland in Mörderland Deutschland. Nochmal, ganz konkret, wir wünschen, dass von hier aus ein Signal geht, von Hanau. Wir möchten, dass von Hanau ein Signal geht, von euch, an all diejenigen Migrantinnen und Migrantinnen, Flüchtlinge, Roma, Sinti, schwarze Menschen, an all diejenigen, die aufgrund ihrer vermeintlichen Ursprung oder ihre andere Zeit von der Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen werden. An alle Schwarzköpfe. Eine Initiative von euch, die hier beginnt vielleicht, einfach einen Tag, Montag vielleicht, oder Dienstag oder Mittwoch, was auch immer, Tag des Zorns, Tag des Streiks zu organisieren. Wir werden das in Hamburg machen. Wir werden versuchen, das überall weiterzutragen. Wir brauchen Streiks und nicht mehr die gewöhnliche Gerede und gewöhnliche Redebeiträge und so weiter. Ich danke für euch. Ich grüße euch nochmal im Namen der Ramazan Avcı Initiative. Dankeschön.